Vom Nachwuchs gehen wir zu den Profis vom FC Zürich, die gestern Abend mit einer 2:5 Niederlage in die Champions League gestartet sind. Auch wenn im Vorfeld niemand so richtig an einen Sieg gegen die Spanier geglaubt hat, die Zürcher haben sich wacker geschlagen. Die Begeisterung bei den Fans während dem Spiel war riesig. Trotzdem hat es aber für den Goalie Johnny Leoni Kritik gehagelt. Rivka Kammermann war gestern beim Public Viewing im Escher Wyss Club dabei und hat am FCZ heute beim Training zugeschaut. Es war ein nervenaufreibendes Spiel. Nach dem Rückstand von 0:3 nach der ersten Halbzeit hat der FCZ innerhalb 90 Sekunden gerade 2 Goal geschossen. Die Fans waren total aus dem Häuschen. Am Schluss hat es dann doch nicht für den FCZ gelangt. Sie sind mit 2:5 vom Spielfeld gegangen. Die Schuld daran sei vor allem der Goalie, meinen die Fans. Der Fehler von Leoni am Schluss ist einfach, das kannst du nicht machen in einem Champions League-Spiel. Und ich denke, darum hat es auch nachher nicht mehr gekämpft. Wenn es das 2-3 geholt hätte, hätte es sicher noch weit zu einem 3-3. Von 3-0 auf 3-2 aufholen ist absolute Weltklasse. Leider muss ich sagen, hat Johnny versagt. Er hat wirklich einfach machbare Bälle nicht gehabt. Leider ist es sonst ein guter Goalie, aber er hat einfach verzeiht diesmal. Der Johnny Leoni hat sich zu seiner Leistung nicht äussern. Nach dem heutigen Training ist er gerade in die Garderobe verschwunden. Seine Mannschaft steht aber zu 100% hinter ihrem Goalie. Wir verlieren als Team, wir gewinnen als Team und er ist ein Teil vom Team. Wäre fein. Er ist ein guter Goalie und Johnny weiß das auch selber und ich habe gesagt, dass für mich ist das wirklich der beste Goal in der Schweiz und das keine Frage. Auch der Trainer Bernard Chaland macht dem Johnny Leoni keinen Vorwurf. Ohne ihre Goalie wären sie niemals so weit gekommen in der Champions League. Individuelle Fehler gibt es im Fußball manchmal. Für einen Goalie, das kostet ja, viel. Aber ich habe kein Problem und ich akzeptiere nicht alle diese Kritik gegen Johnny Leoni. Er bleibt ein super Goalie und ich habe ein ganzes und die Mannschaft hat ein ganzes Vertrauen mit Johnny Leoni. Aus den Fehlern von gestern Abend können wir nur lernen, meint der Bernard Chaland. Trotz der Niederlage von 2:5 zieht er eine positive Bilanz. Der FCZ hat vor allem während der